es hat ein Dienstleistungsunternehmen, eine Bank. Kommt ein deutscher Kunde an einen Bankschalter bei der UBS an der Bahnhofstraße. Ja, was sagen Sie? Ja, reden Sie ein bisschen lauter. Sie wollen 1 Million anlegen. Es ist in der Schweiz keine Schande, arm zu sein. Ich vermisse Onkel Ernst Mühlemann. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und die ganze Playlist auf wikidienstag.ch. Das findet professioneller Informationsjournalismus völlig normal, dass Menschen anrufen, um Freunden zum Geburtstag zu gratulieren. Wenn ich über die Oberalp fahre, muss ich beim Pass immer anhalten, damit ich den Grenzstein fotografieren kann. Und wenn ich über Chur fahre, muss ich immer hier in Thrun schnell anhalten. Ja, natürlich wegen den schönen Tönen. Onja in Trun. Nein, das Herzchen ist hier nicht von mir. Schau mal, das ist schön. Hm? Ich würde das machen. So, jetzt aber schnell nach Hause. I trends ed uscire bunamain intact de mesura continuant. Jetzt ist ein Landammann in Davos an der Macht, was ein WEF-Gegner war früher. Aber er ist jetzt auch dafür, dass das WEF weiterhin nach Davos kommt. Ja. Ich bin zu Hause. Jetzt ist die E-Mail gekommen vom Altersheimleiter. Oh Gott, wie mich das erschüttert. Ja, etwas für die Vögelchen. Morgen kommt Schnee. Yes! Und da muss ich jetzt noch schnell holen, weil ich meine, das war jetzt wirklich mein erster Versuch. Also, hallo, das war ein bisschen zu wild, gell? Also, das geht so nicht. Also, ich muss da noch mal üben. Jetzt aber professionell. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil er wollte mir eigentlich ein Besuchsverbot aussprechen, wenn ich mich nicht an die Maskenregeln halte. Ich habe ihm jetzt noch einmal versichert, ja, er hat meine Kooperation nicht. Mal schauen, was er sagt. Ja, ich bin als Kind in einem Altersheim aufgewachsen. Und danach haben es die Professionellen professionalisiert. Ich habe das als Mensch erlebt und als Fachperson dann noch einmal durchgespielt auf einer... In der sozialen Arbeit haben wir das Trippelmandat ausformuliert, eben gerade aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, Bedürfnisse der Adressatengruppen zu berücksichtigen. Und wenn ich diese Spannung nicht halte, hallo, dann ist es halt eben nicht. Es kann nicht nur sein, dass ich die Befehle der Regierung ausführe, ich habe noch fachliche Standards und ich habe insbesondere die Bedürfnisse. Ich würde sagen, professionell. Und jetzt bringe ich meine ganze Familie, meine Schwestern, meine Mutter insbesondere, bringe ich in Nöte, weil ich auf fachliche Standards rekurriere. Ich habe meine Mutter und meine Geschwister durcheinander gebracht, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt an der Ars Electronica in Linz, ich mache jetzt hier fertig. Hey, unser Vater ist im Koma. Wir haben uns verabschiedet. Ich glaube, es ist gut. Und jetzt das.
Professionalismus ist Teil von Problem, nicht Teil von Lösung. Der Nationalstaat ist Teil von Problem, nicht Teil von Lösung. Eine ums Verrecken hilfreich sein wollende Universität ist Teil von Problem, nicht Teil von Lösung. The Great Reset? Ja, natürlich, Paradigmenwechsel, dringend, wollen wir seit 100 Jahren. Nicht jene vom WEF. Schnipsel verdreht. Völlig wurscht. Spielt überhaupt keine Rolle. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist ja keine Sendung. Das ist sprechendes Denken. Moritz Klein. Das ist vloggendes Schreiben. Ich gehe gleich ins Blog. Aber vorher jetzt eben noch schnell Tannenzweige holen. Nein, nicht jene. Aber Paradigmenwechsel. Oh ja. Das Snapchat, die... Oh, der Reto. Ich sehe die Natur nur durch die dritte industrielle Revolution hindurch. Und die andere Kulturform ist hier oben. So, ich bin also zwischen diesen zwei Welten. Und arbeite daran, an dieser nächsten Kulturform. Kulturwechsel.